Hallo und herzlich willkommen zu New Monday. Wir spielen heute wieder Spiel Orcs Must Die. Ich probiere jetzt mal Eroberung gegen Krieger. Mal schauen, ob da jemand online ist. Wir warten. Vielleicht ein bisschen länger warten. Ich hatte am Wochenende mal wieder kein Block gemacht, weil mir ging es wieder nicht so gut am Wochenende. Ich habe zwar schon am Vatertag ein bisschen was gefilmt gehabt, aber nicht nur ich, auch noch andere. Ja, aber es war zu wenig. Ja. Und jetzt spiele ich gerade Orcs Must Die, wie gerade schon erwähnt. Ich warte mal eine Minute, wenn keiner kommt, dann probiere ich die nächste Runde aus. Aber ich denke mal, da kommt nichts. Vielleicht gegen Computer. Habe jetzt gerade gegen Spieler probiert. War nicht so. Gegen Computer geht's. So, ich nehme mal Fragezeichen für den Helden. Dann warte ich erstmal ab. Was fehlt? Wir haben hier einen Verteidiger, einen Plünderer. Einer, der angreift. Also bleibt mir noch ein Angreifer. Okay, ich bin dann der zweite Angreifer. Eroberung. Und Start. Okay. Dann geht's jetzt los. Ich bin gespannt, wen ich habe. Mal gucken. So, ach, das ist normalerweise ein Plünderer. Die Katze ist mal kein Angreifer. Aber als Angreiferin kann man sie, glaube ich, auch spielen. Kann man hier eigentlich jetzt irgendwie die Sachen von mir sehen? Nee. Na, egal. Dann greifen wir mal an. Shelter ist für mich ein Fremdwort. Elite-Spieler, Red Huntman, ich bin Elite-Spieler. Oh. Oh ja, war ich runtergesprungen. Los, setzt eure Karten rein. Okay, die haben Karten reingesetzt. Ach. Grizzly und Orks. Ist okay. Kannst du mich noch sehen? Das erste Blut schmeckt süßer. So, dann geht es jetzt los. Können wir mal jemanden am Spektrum sagen? Kopfschmerzen? Wir brechen durch ihre Verteidigung! Ich glaube, ich bringe Tetanus-Impfung. Das ist Perfektion. Sie haben unser Tor zerstört.
Upgraded a minion portal. Schauen. Es gibt nicht weh, Tom. Nur ein Weg. We've opened a new minion portal. Okay. Dann mache ich jetzt meine Lane hier auf. Und da setze ich mal ein leichter Soldat und nochmal leichter Soldat. Oh, Wendy kommt gleich ein Innenstiefel. Ein Krogon wurde geködert. Guter! Eigentlich ist das die Aufgabe vom Plünderer. Schneller, schneller, schneller. Ach, das schaffe ich bestimmt nicht allein. Hat das wehgetan? Das ist viel leichter. We've upgraded the minion portal.
Hat aber auch lang genug gedauert, oder? So, jetzt müssen wir das Fleisch schnell in der Mitte von lebendig bis wir haben das Krogon-Steak für einen Boss gekauft. Dann kriegen wir meine Laser schnell wieder auf Schuss. Hier werde ich weitermachen, wenn ich da unten gekämpft habe. Von jetzt an ist niemand mehr sicher. Der Gegner hat ein Kriegslager upgraded. Obwohl ich schon auf Stufe 2 sind. Upgrade und 3 Crystals. So. Aber gleich kommt ein Boss. We've upgraded a minion portal. Weg hier. Probieren das schnell meine Lane. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch vor der Regen da bin. Ach Mensch. So, und der ist mal ganz schnell kaputt. Na dann ist die Runde jetzt gleich vorbei. Und weil ich mich frei reingesetzt. Das sieht spannend aus. Ne, da renne ich nicht rein. Scheint mir zu gefährlich zu sein. Besiegt. Sie haben unser Tor zerstört. Nochmal ein Upgrade reinsetzen. Sie sind nicht so leise, aber na schön. Wir brechen durch ihre Verteidigung. So, und jetzt müssen wir auch gleich gewonnen haben. Wir haben nur noch die Hälfte ihrer Riftpunkte übrig. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Und wir haben gewonnen. Das war eine schnelle Runde. Orks Mach 2. Mal schauen, was ich jetzt noch kriege. Und schauen, ob ich noch was herstellen kann.
Also ich kann was herstellen. Was kann ich denn herstellen? Helden? Ich möchte keine Helden herstellen. Du machst sowieso immer Fragezeichen. Talent. Okay, ich habe 3 Talente. Ich brauche jetzt noch ein Dreieckstalent. Aber da kann ich auch keins herstellen. Was habe ich da? Nichts fallen, nichts schergen, nichts. Bosse, da habe ich die 3. Talent, super. Also stelle ich erstmal nichts her. Gut. Können wir uns nochmal mein Deck anschauen. Verlust und Laune hat. Das ist mein Überlebensdeck. Da habe ich keine Barriere drinne. Weil die fallen sowieso alle nur alle 7 Sekunden oder alle 9 Sekunden ausgelöst werden. Wenn die Minions immer da rumrennen, kriegen immer nur ein paar die Falle ab. Deswegen habe ich mal auf beiden Seiten jetzt immer die Falle gesetzt, damit auch jeder irgendwie die Falle mal abkriegt. Bei der Obern habe ich das nicht gemacht, weil das ja gegen Spieler ist, wie gerade. Gegen NPCs. Und da denke ich mir, da muss ich knall ich lieber so erstmal ein bisschen mehr drauf. Aber warum habe ich da noch keinen anderen Helden reingesetzt? Den habe ich drinne und oh, den hier. Ach, da habe ich auch noch keine andere Karte. Schergen 1. Ich brauche mal eine starke und einmal leichte. Ob die Armbrust vielleicht besser ist. 2. Und die 3. Ach, da wollte ich genau die Schildleute wollte ich mal ausprobieren. Und die 4. Nehmen wir die weg. Und setzen. Na, machen wir so. Die beiden rein. So. Sichern. So, das ist jetzt mein neues Deck. Okay. Das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.